Was sind denn die Gefahren bei, man hört immer Mischkonsum, also man nimmt diese Medikamente, mischt zum Beispiel mit Alkohol oder Ähnlichem. Was sind da die Gefahren? Na gut, die schlimmste Gefahr ist der Tod, also es kann zu einem Atemstillstand kommen, aber man muss es noch gar nicht mischen. Also auch der alleinige Konsum von Benzodiazepinen über eine lange Zeit kann natürlich Auswirkungen haben. Das kann eine Depression sein, das kann aber auch bis hin zu einer demenziellen Entwicklung führen. Gerade im älteren Lebensalter ist man ja doch vielleicht manchmal auch wackelig auf den Beinen und dann machen diese Medikamente auch Schwindel. Man steht in der Nacht auf, muss vielleicht aufs WC und dann stürzt man, dann bricht man sich etwas. Also da ist schon eine große Gefahr auch vorhanden.